Hallo und herzlich willkommen zurück zu King's Quest 3 To Err is Human. Ich habe mir jetzt ein bisschen was durchgelesen dazu, also ein paar Hinweise zu Zutaten, die uns noch fehlen. Aber genau, ich habe manches auch schon wieder vergessen. Das heißt, ich habe ein paar Sachen, die ich jetzt machen kann, glaube ich. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen, jetzt auch in der Zeit. Das erste wäre, ich hoffe, wir können hier reingehen. Es gibt wohl eine Map. Oh oh, scheiße. Okay. You know better than to go through ja, my personal ja. belongings. Jetzt töte mich schon. Mananan caught you snooping around. Ah, nee, nicht restart. Ich wollte restore machen. So, genau, also er schläft leider nur und ist nicht ganz weg, aber es gibt wohl eine Karte, mit der man schneller zu den Orten kommen kann, was ich irgendwie überhaupt nicht gesehen habe in seinen Sachen. Aber dann machen wir das halt beim nächsten Mal. So, retrieve, take all. So, uns fehlen halt, glaube ich, bei den meisten Zaubersprüchen wirklich nur noch eine Zutat. Und ich hoffe, dass wir jetzt ein wenig weiterkommen. Ich habe mir das gerade aufgeschrieben, was uns noch fehlt. So, wir sollten, wenn wir uns mal hier ganz vorsichtig hinstellen, aber ich muss dich ja ganz, ganz vorsichtig hier hinbringen, ne? Dann versuchen wir den toten Fisch hier mal, dich damit anzulocken. Ja! So, und du hinterlässt... That's an empty-handed offering. Ja, du hinterlässt nämlich eine Feder, die wir gebraucht haben. Okay, das heißt, die haben wir... Das markiere ich mir mal schnell. So, und dann müssten wir bei den Bären auch noch was finden können. Aber ich glaube, dieser Zauberspruch, den wir jetzt mit der Adlerfeder machen können, wird uns schon weiterhelfen. So, ganz vorsichtig. Gut, dann gehen wir hier doch weiter zu den Bären. So, ja. Nee, jetzt kommt ihr gerade wieder. Nein, ihr sollt weggehen. Ja. Okay, Leute, geht doch bitte weg. Aber dann... Huch, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Okay, jetzt gehen sie aber. Das ist gut. Das ist gut. If we go out in the woods today, will we be in for a big surprise? You betcha. It's not safe, all these walks. What with all those humans about? Then we'd better go in disguise. Nonsense. If we run into bother, then we'll roar as burrs do. For every burr that ever there was will gather there for certain because... They're ghosts? What? You said for every bear that ever there was. Like, all the ones that used to be alive? Mildred, what have you been telling him? Nothing, George. He just likes ghost stories. He'll be believing we have picnics next. Anyway, today's the day. The bears have a picnic? Just keep walking, Junior. Okay, die haben also ein Bear Gathering oder so. So, wir sollten hier einen... Erstmal nehmen wir Porridge Just mit. Und wir sollten hier einen Thimble finden. Wahrscheinlich oben, glaube ich. Also ein, wie sagt man auf Deutsch? Ah, dammit. Ich bin gerade nicht... Nein, Your warte. Hand. You closely... You pick up the thimble. Genau, genau den wollen wir. Your as
As. Okay, sehr gut. Wir haben unseren. Ah, dammit, mir fällt's noch ein irgendwann. So, und mit dem. Holding the silver thimble beneath a dew-filled flower, you gently tip the flower so its dew runs into the thimble. You move from flower to flower, repeating the process until your thimble is brimming with dew. Okay, sehr gut. Wir haben jetzt unseren Tau. Ich weiß nicht, wofür das hier ist. Wir brauchen Safran auch noch, glaube ich. Und es stand hier, dass man hier irgendwo einfach dass man Sand bekommt. Ich weiß halt nicht, soll ich dafür noch weitergehen? Und wofür brauchen wir eigentlich Sand? Oder hatte ich schon Sand? I don't know. There is naught but sand for many miles in this direction. You think it wise not to wander too far afield. Ja, okay, du gehst da automatisch wieder zurück. You can't. Nein. Es ist blöd, dass jetzt die Zeit natürlich auch ein bisschen wieder im Nacken hängt. You're a grabby little. Ouch. You don't. If you've. Okay. Aber gut, ich weiß auch gerade gar nicht, wofür wir es brauchen, ehrlich gesagt. Out. It is worth. Okay, nee, hier müssen wir eigentlich nichts mehr machen. Wir haben den Stein. It is worth. Vielleicht brauche ich auch nur ein Gefühl. Nein, hallo, da wollte ich gar nicht hin. Vielleicht brauchen wir auch einfach noch ein Gefäß. You can't. Nee. So, genau. Hier waren wir auch. It's too big. A huge tree. A huge. It's too. It's. Okay. Wir brauchen halt auch noch den Mud. This is a pleasant. You'd never think. There's nothing. Und da weiß ich auch nicht, wie wir da rankommen. You can't. Okay. Ich schaue mich nochmal um, aber ich glaube. Hallöchen. Ich glaube, sonst können wir hier nichts machen bisher. Ich muss noch mal gucken, was wir jetzt alles haben, weil ich glaube, wir haben kein Fischöl, wir haben aber den Kaktus. Vielleicht gehe ich doch noch mal Richtung Stadt. Und Richtung Strand, weil ich glaube, am Strand sollten wir den Mud bekommen, stand da irgendwie. So, und jetzt geh mal bitte in die richtige Richtung. So. Genau, den. A discarded fishing. Den Fisch hatten wir hierher. Ich glaube, in der Taverne und so können wir sonst auch nichts machen. Ich gehe jetzt noch mal runter zum Strand. Versuch da nochmal was zu. Nein, du sollst die Leiter runtergehen, nicht die Laterne. Die Leiter. So. You forgot. You can't. You forgot. Okay. Ich glaube, das bringt alles nichts. Ich glaube, die können wir auch nicht hier benutzen. You can't. Vielleicht mit dem Löffel. You can't. Okay. Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite und dann gehen wir wieder zurück, würde ich sagen. Using your hand. A baby's footprint. Okay. Interessant, was du so machst.
You forgot your... You... What? You couldn't lift them. Why are you trying? Ja, keine Ahnung. Da hinten können wir nicht hin. You can't... Okay, also hier geht's irgendwie nicht so wirklich weiter. So, genau, hier ist die Höhle. Da kommen wir später hin. So, jetzt sind wir wieder hier. Ah, wie komme ich hier weg? Jetzt bin ich wieder in der Stadt. So, wenn ich jetzt nach links gehe, müsste ich doch wieder auf den Weg kommen. Sehr gut. Die Zeit ist immer noch grün. Das ist schön. Vielleicht schaffen wir es sogar, den Spell noch zu machen. Das wäre natürlich perfekt. Ah, fuck. Nein. Nein. Watch your step. Ah, damn it. Damn it, was soll das? Ich frage mich, muss ich jetzt eigentlich... Ah doch, den Fisch brauche ich, genau, den Fisch brauche ich, um den Adler anzulocken, und sonst brauche ich eigentlich gerade nichts, und dann hole ich einfach die paar Sachen, die ich gerade geholt habe. Und dann können wir mal unser Glück versuchen. So, wir nehmen den Fisch. Ach so, vielleicht nehme ich dann auch gleich die Sachen, die ich für den Spell brauche. Das brauche ich, die brauche ich bestimmt auch. Ich glaube, dich brauche ich. Dich und dich können wir auch mal mitnehmen. Da fehlt, glaube ich, auch nicht viel. Was zum Thimble of Dew gehört. Ich glaube, das ist... Ja, wir lassen es erstmal so, sonst holen wir gleich noch mal mehr Sachen. Habe ich den Fisch? Ja, den Fisch habe ich, okay. Das ist das Wichtigste jetzt, um diese Feder zu bekommen. So. Ich hoffe, wir haben dann auch wirklich alles für diesen Zauberspruch. Wir gehen erstmal runter zu den Bears. Nicht, dass ich hier wieder runterfalle. Also, das finde ich total bescheuert, dass er nicht selbst irgendwie den richtigen Weg gehen kann, sondern von meinem Geklicke abhängig ist. Aber gut. Ich weiß nicht, ich finde sowieso die Struktur, dass Menanen immer wieder kommt und immer wieder geht und dann hat man wieder Zeit, was zu finden. Und wenn man aber nicht rausfindet, wo die Sachen sind, dann muss man wieder zurückgehen. Ist ein bisschen nervig, aber okay. Geht vielleicht besser, wenn man diese Karte hat, um schnell hin und her zu traveln. So, Leute, geht ihr weg? Seid ihr weg? Shit, nein. Leute, bitte haut ab. Danke. Nein, sie kommen gerade wieder. Nein! Oh, come on. Jetzt ist sie wieder im Garten. Jetzt haut doch bitte ab. Kann ich rein? Nee, sie sind da. There is no answer. Okay, there's no answer, das ist gut. Das ist immer sehr erfreulich. So, dann gucken wir jetzt nochmal hier rein. Beziehungsweise machen es erst zu. Dann, genau, also ich finde es auch komisch, dass man den nicht so, ja, dass man den nicht so wirklich erkennt, diesen Thimble. Wie heißt es? Irgendwas mit Nagel? Nee. Holding the silver yep. Gut, dann geht's zurück. So, und dann, ja, gucken wir. Ich glaube, mit dem Zauberspruch, den wir dann machen können, können wir
in die Höhle, wenn mich nicht alles täuscht. So. Für dich, mein Lieber. Hallo, ich möchte die Feder, danke. So, und jetzt nach Hause. Heute ist übrigens mal wieder ein recht angenehmer Tag. Es ist nicht so heiß wie die letzte Woche. Feed work better. Die letzte Woche war grauenvoll, oder? Also es war so heiß, zumindest hier in Frankfurt. Und letzte Woche, als ich in Wien war, war es auch heiß. Ja, danke. Ich mache das jetzt alles im Schnelldurchlauf. Denn ich bin ehrlich gesagt bereit, dass dieses Spiel langsam zu Ende geht. Beziehungsweise dieser Teil von Sachen suchen und die Zaubersprüche durchführen und so weiter und so fort. Und irgendwie ist doch hier noch was, oder? Most of the bottles. Ich dachte nämlich, wir können hier nur noch Safran finden. Aber. It's locked. Ja, und mit meinem Ding kriege ich es nicht auf. You can't. The boxes are. There is nothing. Don't touch that. The tor. You're not real. You're not. You're not. You're not. You're not. You're not. Okay. Though you're not a wizard. Okay, gut, also schauen wir mal, was wir jetzt brauchen. Also, Thimble of Dew, okay. Anita for Fur from Animal. At one groundfish scales, reptile skin. One feather. Okay, also das können wir machen, aber... Okay, genau das wollen wir machen. Wir brauchen aber Safran. Salt Grains haben wir auch nicht. Okay, also eigentlich, genau, wir können nur den ersten machen. Do into a bowl, one tuft of fur into the bowl, one rounded spoonful of groundfish scales. Okay, drop one of exposed contents with your hands. Okay, also... Wir tun das. Ah ja, okay, wir brauchen die Fish Scales, ne? Okay, ich lese es nochmal. Grand Fish Scales, Reptile Skin und Chicken Feather, würde ich sagen. Okay, und Tuft of Fur, okay. Gut. Ich weiß nicht genau, wie mir das hilft. Dann kann ich mit der Katze vielleicht reden, aber... Oh, Junge! Wenigstens stirbt er da nicht, aber ganz ehrlich, kannst doch mal ein bisschen aufpassen. So langsam geht's mir nämlich auf die Nerven. Hi, Katze, Katze, Katze. So. Wir sagen einfach take all. Ist am einfachsten jetzt. So. Nein, nein. Geh bitte runter. Danke. So, Katze, du bleibst schön hier und lässt mich in Ruhe. Und dann sprechen wir vielleicht gleich mit dir oder mit jemand anderem. Keine Ahnung. Mit welchem Tier wir sprechen sollten. Okay, also. Groundfish Scales, Reptile Skin. Okay, also wir wollen auf jeden Fall vorher speichern. Das habe ich gelernt. For a spell. Gut, also. Du kommst da rein. You add the thimble full of. Okay. Dann kommt. Nein. Okay, das war blöd.
You shouldn't try making up your own spell. Yep. So, du kommst da rein. Dann kommst du da rein. You add the... Dann kommt... Kann man das so machen? Warte, ich muss mir das erst angucken. Within the glass container, you see your Within the glass container, you see the cream-colored... Ja, okay, also... You measure one spoonful of ground fish scales and add it to the bowl. Sehr gut. Okay. Dann bitte nochmal angucken. Reptile skin. Feather. Mix both contents with your hands. Okay. Also. Reptile skin. You add the snake skin. Dann haben wir... Chicken Feather. Das war die Chicken the Feather, chicken. Ja. You add the Chicken Feather to the bowl. So, und dann mix with hands. You mix the bowl's contents by hand until they become doughy. Sehr gut, okay. Recite the following, okay. With trepidation, you prepare to recite the Understanding the Language of Creatures incantation. Fur of beast. And reptile skin, with scale and feather too thrown in, grant me sense to comprehend animals of water, earth, and wind. Okay, wave a magic bowl, magic wand over the bowl. You wave the magic wand over the bowl. Okay, und jetzt? Separate dough into two pieces and place in ears. Okay. You carefully divide the mixture into two pieces and place the dough pieces in your ears. You will now be able to understand the speech of the animals, birds, and fish. You will not, however, be able to speak to them. The spell will last as long as the dough is in your ears. Okay, cool. Gut, dann, ja, weiß ich nicht, was uns das bringt. Mit wem kann ich mich jetzt, also wen kann ich jetzt verstehen? Okay, das war blöd. Seems like black cats really... Okay, sie ist da, dann gehen wir wieder runter. Okay, jetzt ist sie weg, das ist gut. So. You quickly. Dann kommt der zurück da rein. You carefully. The cabinet. Ah, ist das vielleicht die Karte, mit der man herumreisen kann? The chart is. You're not sure, but it could. Ha. Okay, vielleicht auch nicht, oder ich muss mein Magic Wand nutzen. So, dann packen wir noch alle Sachen weg. Alles bis auf das Porridge. Gut, ich würde sagen, wir warten jetzt nicht, bis Benennen aufwacht, sondern, ja, ich weiß nicht, wir können mal rausgucken, vielleicht, ob wir die Hühner verstehen oder die Katze jetzt verstehen. I don't think I've marked your room today. Okay. You'll get what's coming to you, Gwydion. I used to be his favorite. Denkst du wirklich, ich bin sein Favorite? You'll get what... Ja, okay. Also ich verstehe sie jetzt. Was... Ich weiß nicht, ob das gut ist. Hühnchen. How long were you in the town, Coop? Just over a year. The wizard nabbed me after I made 2 centuries. What?
You're not that old. In eggs, dear. Oh, I thought you meant your batting average. Ich kann mit dem Hund reden, vielleicht. Where would you put it? Are you a breast or leg man? What? You're no. My sister has a sticky beak. Cock-a-doodle-doo. Always wanted to say that. What do we? You're no. Okay, also ich glaube, hier können wir nichts machen, aber vielleicht können wir mit dem Hund reden im Shop und keine Ahnung, ja, das schauen wir uns beim nächsten Mal an und ich werde dann, glaube ich, auch nochmal nachgucken, wo wir die restlichen Zutaten finden. Also bis dann!